Hey Leute, diesmal geht es um Kabeldämpfung. Okay, ich erkläre mal was kurz zum Aufbau. Ich habe hier ein CB-Funkgerät auf 27,405 MHz. Das wäre der normale Kanal 40 von den ersten 40 CB-Kanälen. Dann hier ein SWR-Meter und hier ein Netzteil. 13,8 Volt, 0,5 Ampere. Also wenn ich senden tue, braucht es 1,9 Ampere. Genau, beim Senden 1,9 Ampere, beim Empfangen 0,5. Von der Sendeleistung her ist es etwas aufgetunt. Es hat ein IRF 510 drin, da habe ich ein Video gemacht. Das verlinke ich am besten noch in der Beschreibung unten. Hier 10 Watt und SWR 1 zu 1. Der Zeiger bewegt sich kaum. Und die Lampe hier, ich habe dann noch eine Matchbox, um die Sendeleistung an die Lampe anzupassen. Dann 4 Meter Kabel. Und die Lampe. Die Lampe, die leuchtet, naja, nicht ganz hell. Das heißt, durchs Kabel kommt nicht so viel durch. Wenn ich hier an der Matchbox drehe, hier wird sie dunkler, heller, wieder dunkler, heller. Und da möchte ich jetzt mal was zeigen. Okay, ich habe hier mal die Lampe und das SWR-Meter. Ich sende mal, die Lampe leuchtet. Jetzt, wenn ich das SWR durch Drehen an der Matchbox verdrehe, also schlechter mache hier, wird die Lampe dunkler. Jetzt habe ich 25% Verlust. Wenn ich in andere Richtung drehe, wird sie wieder heller. SWR 1 zu 1. Drehe ich weiter, wird sie wieder dunkler. 25% Verlust. Dann 11% Verlust, 4% Verlust. Aber am hellsten, wenn ich die Lampe am hellsten einstelle, so, dann habe ich auch ein SWR von 1 zu 1. Das heißt, dann schlägt der Zeiger gar nicht aus. Und zwar auf FWD schlägt er voll aus, dann habe ich ihn eher ganz weit hinten, eigentlich sollte ich ihn aufs Set stellen nur. Aber auf REF schlägt er gar nicht aus, außer die Stehwelle wird schlechter, das heißt, dass weniger Leistung abgesendet wird. Aber wenn es im roten Bereich ist, dann wird es für die Endstufe schlecht. Und ich zeige jetzt mal warum. Ich bin jetzt auf 1 zu 1, habe hier 1,9 Ampere. Jetzt wenn ich da die SWR von 1 zu 3 einstelle, habe ich schon 2,07 Ampere und die ganze Leistung wird in der Endstufe vom Funkgerät verheizt, die hier nicht abgestrahlt wird oder hier nicht in der Glühlampe verheizt wird. Das heißt, Sendeleistung, die hier normalerweise über die Antenne abgestrahlt wird oder in dem Fall über die Glühbirne verheizt wird, würde in der Endstufe verheizt werden, wenn das SWR nicht 1 zu 1 ist bei 50 Ohm. So, jetzt merken wir uns mal die Helligkeit in etwa, in der die Lampe leuchtet. Und dann klemme ich die Lampe direkt mal hinter den Matchbox-Ausgang ohne die 4 Meter Kabel. Das sind echt nur ja, 4 Meter Kabel. Ob die aufgewickelt sind oder liegen, spielt keine Rolle. 4 Meter Kabel dämpfen die HF schon etwas und besonders wenn sie auf einem anderen Wellenwiderstand gematcht wurden durch eine Matchbox und nicht mehr genau auf 50 Ohm sind. Okay, jetzt habe ich die 4 Meter Kabel mal abgesteckt und die Glühlampe direkt daran ohne die 4 Meter Kabel und mal gucken, wie die Helligkeit jetzt ist. Und jetzt leuchtet die schon um einiges heller. Der Unterschied ist deutlich und das Funkgerät hat auch gute 10 Watt, aber durch die Fehlanpassung und die 4 Meter Kabel kommen nur noch so 4 Watt an der Antenne an. Das ist eine 20 Watt Halogenbirne und die leuchtet schon ja, mit halber Helligkeit, also gut mit halber Helligkeit. Ich habe SWR wieder von 1 zu 1. Ich mache das mal dann näher an. Dann hier 1,88 Ampere, also fast 1,9 Ampere. Jetzt wenn ich da wieder verdrehe, hier die SWR schlechter wird, wird sie dunkler, besser. Obwohl, die hat ungefähr ja, die Helligkeit geleuchtet, also über 25% Verlust. Oder wenn ich weiter sehe, wird sie dunkler. Wenn die Lampe am hellsten ist, dann dürfte das SWR 1 zu 1 sein und ja, das schlägt gar nicht aus dann. Die Stehwelle muss man immer auf 1 zu 1 einstellen. Dann wird die maximale Leistung auch über die Antenne abgestrahlt oder wie hier an der Glühbirne verheizt und dann ist alles toll. Ja, genau. Und ich drücke immer auf die Taste vom Mikrofon hier.
dann kann ich senden und die Lampe leuchtet. Aber da sieht man mal, dass 4 Meter Kabel doch einiges ausmachen, dass sie doch mindestens 25% der Sendeleistung verheizen. Dickeres Kabel wäre viel, viel besser, aber so dünnes Kabel, das ist RG58, ganz einfach, ohne Metallabschirmung, nur mit Geflecht, das hat schon ganz schön viel Dämpfung. Kann man nehmen, wenn man nur so 1, 2, 3 Meter hat, aber halt mit Leistungseinbußen lang. Wenn das Kabel jetzt 10 oder 20 Meter wäre, würde ich ein dickes nehmen, weil es einfach zu viel Dämpfung hat und zu viel Leistung wegfrisst. Okay.